Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich packe hier erstmal ein bisschen Brass nochmal in die Rohrfabrik hinein, damit wir hier ein paar Rohre noch wieder kriegen. Und, achso, ich kann auch gleich noch welche mitnehmen. So, denn wir brauchen noch ein paar Stück hinten und ich habe hier unten, glaube ich, noch eine Fabrik, wo ich dann, ja, hier haben wir noch die 150 Rohre. So, das können wir nochmal mitnehmen. Wie viel Knick am Roboter habe ich noch? Gar nicht mehr so viele, dann muss ich auch welche mitnehmen. Und eigentlich wollte ich hier so ein Flair mir zusammensammeln, ne? Beziehungsweise mal gucken, ob ich hier irgendwo eins finde, aber ich glaube, ich finde hier keins mehr in den ganzen Kisten. Da muss ich, glaube ich, mal das Baumaterial zusammensuchen, oder ist hier noch eins drin? Nee. Gut. Was brauche ich dafür jetzt noch? Ich brauche ein paar Chips. Teilweise diese hier nehme ich mal an. Und die Gesteine wollen noch. Alles klar. Kein Problem. Die kriegen wir hier oben. Wo haben sie? Da. So. Und schon können wir welche machen. So, dann haben wir dann nämlich das Verbrennen von dem auch geklärt. Nehme ich hier noch irgendwas von mit? Nee, brauche ich erstmal nicht. Die Dinger brauche ich auch nicht. Nee, brauche ich erstmal nicht. Das kann erstmal hier bleiben. Gut, dann geht's weiter. Und zwar wollte ich noch Knick am Roboter mitnehmen. Wir sind hier. Oh, das ist ja gut. Da kann ich ein paar mitnehmen. Und dann fehlt hier Eisen, ne? Ja, da fehlt noch ein bisschen Eisen. Da können wir wahrscheinlich mal hier ein bisschen mopsen, damit wir dann hier ein bisschen mehr haben. So. Dann fehlen da auch grüne Chips. Da können wir hier mopsen. So. Brauche ich ein paar? Erstmal brauche ich keine mehr, ne? Ich brauche die Dinge jetzt nicht. So. Weil ich brauche bloß einen Flair. Gut, dann haben wir jetzt erstmal genügend Knick am Roboter und ähnliches und können wieder zurück. Gehen in unsere Fabrikation, wo wir jetzt dann das Wasser alles hinlegen müssen und naja, so Ähnlichkeiten, ein paar andere Ähnlichkeiten alles machen müssen. Ich wollte hier nochmal bei dem Gelben gucken, wie schon meine Kisten aussehen, ob ich da wieder umlagern muss. Da muss ich ja ehrlich sagen, das gefällt mir gar nicht, dass das hier bei dem Gelben nicht in sich schlüssig ist. Also dass da hier sozusagen Materialien anfallen können oder gebraucht werden, die so nicht gut bearbeitet werden, beziehungsweise dass wir hier immer noch was haben, wo uns die Produktion quasi zusammenbrechen kann und wir dann Schwierigkeiten kriegen. Das wollen wir ja natürlich nur nicht. Können wir erstmal damit leben, wenn wir das hier von Hand ein bisschen ab und zu mal, aber schön ist halt komplett anders, ne? Also da müssen wir noch irgendwas finden, was das hier schön macht. So, gut. Das hätten wir. Dann können hier jetzt mit den Förderbänder auch vollgelegt werden, und wenn aber was gebraucht wird, ist erstmal was da. So, haben wir schon wieder Schluck auf. Das sollten wir auch nicht so. Die 6 kann ich erstmal da drauf tun. Können wir ein bisschen rumstecken hier. Öfen haben wir noch, das haben wir noch, das haben wir noch. Und dann brauchen wir die Casting Machines. Dafür brauchen wir ja noch ein paar Stück. Fabriken haben wir hoffentlich noch ein paar, ne? Ja. Gut. Dann können wir ja schon mal langsam schräg nach oben gehen hier. Damit wir in unsere Baustellenregion kommen. Das sieht ja schon mal schick aus hier. Also, wir haben schon schön viel gebaut. Und ja, hoffentlich wird dann bei dem Beton natürlich, da müssen wir dann auch Kisten hinstellen, dass da der Beton gleich quasi irgendwo mit eingelagert wird. Also dass wir da eine Überproduktion oder eine Produktion haben. Dafür werden wir dann Wege bauen, dass die Robbys was machen können. Irgendwann hatte ich auch mal gesagt, dass ich die Robbys ganz gerne erweitern wollen würde, aber naja. Da ist auch noch nicht allzu viel passiert. Sind die Bänder da leer? Nö, ne? Nee. Davon wollten sie aus, als wenn die Bänder dort leer wären. Das wäre ja gar nicht mal so schön gewesen. So, hier sind wir in unserem Silikonbereich. Und dann werden wir jetzt... das ist immer noch nicht da, der Slack. Naja gut, das macht ja erstmal nichts. So, wir brauchen jetzt quasi den Zement in Fabriken, die Wasser angeliefert bekommen. Gucken wir mal, wie sieht denn das aus? Ich möchte hier gerne Concrete machen, Molten Concrete aus der Mischung. So,
Dann werden wir nämlich das Wasser als äußeren Ring rumlegen und den Concrete innen drinnen abtransportieren. So hatte ich das eigentlich geplant. So, und dann hatte ich eigentlich auch vor, dass ich das so hinkriege. Warte mal, das steht ja hier ein bisschen zu weit nach da, ne? Warte, nee, doch, stand schon ganz gut da. Dahin. Dahin. Dahin und dahin. Müsste jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir hier quasi nach oben durchgehen können mit dem Mix. Und ich wollte 8 Fabriken davon hier haben. Ich glaube, es ist zu viel, aber gut, das werden wir dann sehen. So, dann müssen wir die nämlich zueinander drehen hier. So, dann ist das schon wieder viel zu lang, was wir da gebaut haben. So. Dahin, dahin. Dahin, 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 dahin. So. Die Frage ist, legen wir jetzt... Also ich könnte jetzt theoretisch ja 4 Molten Concrete-Geschichten nach hier oben ziehen und dann hier 4 Fabriken machen, die das dann verarbeiten. Also so ein... Der nochmal aufstellen, die den Molten Concrete dann verarbeiten. Und dann haben wir ja hier schon den Concrete und legen wir den Concrete einfach nach oben durch. Ich glaube, das machen wir auch so, ne? Gut, das heißt, wir werden jetzt natürlich erstmal das Flair aufstellen. Wo ist es denn? Hier. Das Ding brauchen wir jetzt hier. So. Das Ganze braucht natürlich einen Stromanschluss. So, dann ist der Kohlenstoffdioxid hier erstmal weg. Das macht keine Geräusche beim Arbeiten? Okay. So, ja, jetzt geht's doch langsam runter. Alles klar. Also das funktioniert schon mal. So, du machst dann hier Molten Concrete. So, das macht dann die Fabrik. Die. So, die drehen wir dann zueinander hier, dass dann das Wasser auch noch rumgeht. Alles klar. So, dann wollen wir jetzt hier die Wasserversorgung ranlegen. Müssen wir mal gucken, wo holen wir denn das Wasser? Wir könnten es von unten holen, dann könnten wir hier durchgehen. Dann müssen wir erstmal gucken, wohin wir das Wasser gelegt haben. Da müssen wir wahrscheinlich demnächst hier unten noch wieder neue Wasser mal am Rand hinstellen. Oh, ein Brösel auf der Schalmei. Ich habe gerade ein paar Erdnussflips gegessen. So, wo haben wir denn Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Hier ist irgendwas anderes drin. Das ist die Rückführung. Wasser, Wasser, Wasser haben wir ganz vorne bloß, ne? Wollen wir das Rohr einmal komplett durchlegen hier. Irgendwo muss hier aber Wasser nach oben gehen in Mengen. Schwefelsäure, das rote Zeug haben wir hier. Da haben wir Wasser. So, hier kommt das Wasser von... Purified Water, normales Water. Achso, da kommt normale Water, kommt von da unten. Hier wird abgepumpt, da reingepumpt. Was mache ich denn hier für einen komischen Quatsch? Hier lege ich es hoch, gib's dann hier ins Wasser rein und hab's dann hier oben. Okay, na gut. Naja, wir werden mal gucken, wie das sich bearbeiten lässt jetzt hier. Gut, wir brauchen unterirdische Rohre und ich glaube, ich habe zu wenig davon. So. Ich muss das Wasser jetzt mal hier. Huch. Ach, wäre da. Na gut. Dann hier. Und weiter geht's. Ach, wieder. So, machen wir uns mal einen näher nach da. Vielleicht gibt's dann. Vielleicht geht's dann durch dort. Dann geht's, alles klar. Dann müssten wir jetzt hier bis hinten hinkommen. So, dann sind wir doch schon eigentlich fast durch hier. Hier ist Straße, warte mal, das finde ich zu gefährlich. So. Und doof aus da auf der Karte, aus die Verstrebung finde ich noch nicht so ganz so toll. Aber gut, so, jetzt haben wir Wasser erstmal bis hier hinten. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir legen hier das Wasser dann hoch. Das heißt, wir reißen hier mal kurz das Rohr auf. Machen hier diesen hier. Gucken mal, wie viel Wasser haben wir denn hier? Oh, das sieht ganz gut aus. Und zweigen das dann ab nach oben.
bin da wohin gelaufen. Klar, war ja logisch. So, und dann brauchen wir das Wasser hier oben. Wo gibt's denn jetzt hier? Ja. So. Und dann geht das Wasser hier rein. Und dann hier hinten. Warte mal, ums Eck rum. So. So. Glasmixtur lagert schon jede Menge dort. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier Wasser, 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 Wasser. So, Wasser liegt an. Das heißt, das ist schon mal der erste Rohstoff ist schon mal da. So, jetzt müssen wir natürlich bei allen noch... Ach, du ahnst es nicht. Wir müssen ja noch den Slack hier durchkriegen. Das müssen wir auch noch da oben reinlegen. Moment. Wir brauchen noch Platz für den Slack. Slaggity Slack. So, den könnten wir theoretisch dann eigentlich ja doch. Das werden wir so machen. Den führen wir einfach hier mit einem Abzweiger ab. So. Dann führen wir den hier mit. Oh. 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 Nee, dann machen wir es oben. Müssen wir oben machen. So, hier einen Abzweiger hinbauen. Und hier einen Abzweiger hinbauen. Und da hinten rennt es einfach nur runter. So, gut. Also, dann reinlaufen die wieder hier in den ganzen Ort. So, dann hast du hier quasi einen Ankömmling. So, der wird hier auch nach unten durchbringt. Soweit, so gut. Kommt er nämlich immer hier auf die Ecke hin. Achso, es geht da ja. Doch, da geht's dann auch nicht mehr. Weil der Concrete da. Ach nee, doch, hier geht er ja dann. Hier geht ja. Kann ich ja. Nee, auch nicht. Schwierig. Schwierig, 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 weil ich den Concrete ja hier noch raustransportieren will. Also erstmal könnte man den ja theoretisch auch hier lang kriegen. So, dann ist das erstmal sicher. So, und jetzt müssten wir eine Möglichkeit finden, wie wir die hier mit Slack voll transportiert kriegen. Dann machen wir es doch außen rum, nehmen wir den. Aber man greift am da hin und muss dann halt schräg legen. Scheißegal. Warte. So. Soll er sich mal nicht so haben. So. Jetzt müssen wir dann bloß noch den Concrete da sauber raustransportiert kriegen. Das könnte jetzt so noch. Ach Mensch. Ich sag Concrete und sie hört. Das ist doch. Die soll eigentlich auf Computer hören. Manchmal ist es ein bisschen. Bisschen komisch. So. Concrete da raus oder oben? Warte mal. Nee, wir wollen den mal. Transportieren den hier raus. So. 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 Und so. So. So transportieren wir den hier raus. Gut, dann ist jetzt Wasser drin, das ist drin. Dann müssen wir hier noch den unterirdischen machen. So. Und dann noch die Knickarmroboter so hinstellen, dass die einigermaßen vernünftig das dann da einfach reinlegen können. So, das heißt, wir brauchen. Hupsala, den brauchen wir nicht. Knickarmrobby, da haben wir einen. Nehmen wir den hier hin. Hier einen hin. Hier einen hin und da einen hin. So, dann brauchen wir das ja schon gar nicht mehr hier. So. Und dann müssen wir hier natürlich noch welche hinsetzen. Halt. Guck mal, wo stehen die? Die stehen neben dem Rohr, ne? Ja, die stehen neben der Fabrik. Die stehen neben der Fabrik. Dann stellen wir die auch neben der Fabrik hin hier natürlich. So. Gut, du kriegst die glorreiche Aufgabe. Du musst von da aufnehmen, da hinlegen. Und du musst von da aufnehmen, da hinlegen. Also du bist der gleiche wie der hier. Und der hier und der da. Und du bist der gleiche wie der hier. Der da. Na? Jenner hier. Und. Jenner hier. So, sehr gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich hier noch irgendwo Strom rankriegen. Das können wir aber da oben einfach mal mittig reinstellen. Dann haben wir da Strom drin.
So, jetzt kann hier schon mal was verlagert, abgelagert, weggelagert werden, wie man möchte. So, jetzt müsste jetzt mal irgendwann hier mit dem Slack das durchgehen. Dann gucken wir mal ganz kurz auf der Karte, wie es aussieht. Oh, woran hapert's denn? Da unten sehen wir nichts. Hier sehen wir wieder ein bisschen was. Naja. Wie weit sind sie denn schon hier? Immer mal wieder so eine ganz kleine Lücke. Das sind gar nicht mehr so viele. Der meldet auch nur noch zwei Sachen, die nicht fertig sind. Das sind die beiden Kisten. Also für alle anderen sind gerade Aufträge und Drohnen unterwegs. Aber noch ganz schön hier. Da hängt das Slack. So, da geht's jetzt. Alles klar. Okay, gut. Da wird ordentlich gebaut. Gut, das kommt also auch demnächst hier oben an. So. Und dann müssen wir den Concrete natürlich noch abgießen und natürlich dann dementsprechend wegtransportieren. Das heißt, wir brauchen nochmal so ein schönes... Ich hätte gesagt, wir machen das durchaus parallel dazu. So. So. Wir müssten ja eigentlich Reinforced Concrete auch machen, ne? Aber Stahl kriegen wir jetzt nun... Also das machen wir oben. Reinforced... Ach, das können wir oben nicht machen, ne? Mann, wie kann ich denn Reinforced Concrete alles herstellen? Ah. Reinforced Concrete. Gibt es nur ein Rezept und das Ganze nur mit flüssigen und Stahlträger zusammen? Das ist ja jetzt ungünstig. Dann müssen wir wirklich das so machen, dass wir vor Ort den Concrete machen, wie wir ihn brauchen. Das ist hier der flüssige Concrete, der geht so in den Bus. Und wird dann da, wo er gebraucht wird, abgepumpt. Fertig aus. Ja. Schluss aus Mickey Mouse, so geht der in den Bus. Geht nicht anders. Geht erstmal nicht anders. Wir werden eine reine Concrete-Fabrik machen, wo wir den Concrete uns herstellen für, sagen wir mal, Straßenbau und so, aber. Könnte man eigentlich, ja, das könnte man hier unten auch machen, ne? Produktion in Kiste könnte man hier unten eigentlich. Ach. Ja, nicht mehr Laufgeschwindigkeit, 140, nee. Also es ist egal, ob wir den oder den Reinforced hinlegen. Boah, jetzt gibt ihm doch mal irgendwo diese Kisten, ne? Hätte ich was gesagt. Hier, was ist denn das hier? Das ist eine passive Anbieterkiste. Da mal eine hin. Was soll denn das? Die Kiste aufmachen, so. So, mein Guter, jetzt hast du zwei so eine Kisten hier in der passiven Anbieterkiste. Komm mal her und hol's sie ab. So, sehr schön, sind unterwegs. Das sollte dann an sich so erstmal funktionieren. Okay, gut. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt unser Abgießen hier oben inbauen. Und dann alles natürlich in die Dings. Nee, warte mal, wir machen doch. Ich mache hier unten, mache ich mir vier Fabriken für Betonherstellung, damit ich den für Straßenbau habe. Ich werde es abzweigen einfach. Kann man das in den Tank drücken? Habe ich die grüne Leitung nicht dabei? Ich habe auch keine Chips dabei, um eine grüne Leitung zu bauen, ne? Tanks habe ich aber auch keine bei, oder? Doch, Tanks hätte ich sogar bei. Dass man halt einen Tank volllaufen lässt und sagen, ab dieser Befüllung vom Tank geht es dann weiter in die nächste Richtung. Und dann stehen da Fabriken, die dann für Straßenbau machen, damit die Fabrik bevorzugt behandelt wird. Ach, ist eigentlich scheißegal. Komm, wir machen hier jetzt vier Fabriken hin, die einfach in die Kisten produzieren. Fertig aus. Rock, fertig aus. Ehrlich gesagt. So. Ihr macht mir ganz stinknormal einen Konkret. Die Kiste kann ich wegnehmen. Nee, die Fabrik kann ich nicht wegnehmen. Schwierig. So. Concrete, Concrete, Concrete. So, dann geht nämlich hier in ein Rohr bis dahin. Und da zweigt sie es ab. Irgendwo hin. So, erstmal noch da oben. Dann komme ich nach oben. Da hoch komme ich dann. Ja, da muss ich mal gucken, wo ich die Rohre denn so verlege, dass die sinnig liegen. Müsste ich ja nicht hier schon machen, dass ich die dann sinnig nebeneinander liegen, beziehungsweise dass ich die dann oben da, wo der Transport dann stattfindet, dann querlege.
Also hier muss ich dann mal, warte mal, hier mache ich das, baue ich hier gleich rein, den Knick. So, das sind hier die Rohre. Warte mal, das wird kürzer gemacht, damit das sauber aussieht. So, warte, nee. Zueinander, lass die mal schön so mit einer Lücke zwischendurch durchlaufen hier. Ach, den kann ich dann wieder gar nicht, der wird dann trotzdem höher. Immer wieder ist irgendwas, ne? Immer wieder ist irgendwas. So, dann machen wir hier dann halt eben, dass die hier alle. So, hier kommen die vier Concrete-Blöcke dann an. Flüssiger Concrete, so, und von da aus müssen wir sie dann weiterlegen, durchlegen, bis dahin, wo sie hingehören. Gut, okay. Dann hier noch die Verbindung machen. Und dann werden wir hier, haben wir hier Fabriken, die quasi passive Anbieterkisten, wo sind sie hin, da, bedienen jeweils eine Kiste. So, und da wird ganz ordinär abgelagert drin der Beton, den wir hier herstellen. So, zack, zack, sieht sehr schön aus. Ich finde, das sieht gut aus. Warte mal, so, sieht besser aus. Schön, gut. Dann haben wir das nämlich auch schon geschafft. Dann können wir nämlich jetzt doch wirklich anfangen, hier oben die Abgießerei zu bauen. Wie viel habe ich da immer gebaut von den Dingern? Ich glaube 10 Stück, ne? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Dann machen wir das auch so. Dann nehmen wir hier 10 jeweils hin. Gott, ist ja nicht weiter schlimm. Casting Machine MK3. So, ab der Höhe. So, das ist jetzt 10 gewesen oder waren es 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind 10 gewesen, sehr gut. Habe ich doch richtig gezählt beim Ploppen. So. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Silikonplatten brauche, aber. So, ich weiß auch noch nicht, ob ich Silikonerz durchgleiten muss. Dass das noch irgendwo wieder extra gebraucht wird. Aber Concrete haben wir jetzt gemacht. Wir machen hier Glas ohne Ende dann. Nur gut, dass ich so viel von den Dingern habe. So, gut, dann haben wir 10 Stück fertig. Das kriegt dann hier nochmal ein originales Rohr langgelegt. So, bis nach oben durch. So. Ovale. Da sind die Rohre alle. Na, 600 können wir uns ja nochmal machen. So, von den Unterirdischen habe ich auch nicht mehr allzu viele, ne? 150 mitgenommen. Dann brauchen wir nachher auch noch ein paar. Na. Eigentlich können wir ja da Schluss machen, das stimmt. Da ist der erste Anschluss. So. Gut. Du bist dann. Ach, da kommt das her. Aha. Nö, komm hier. Ich denke, das reicht aus als Produktion fürs Glas. So, dann machst du aber jetzt das. Da kam das hier. Da habe ich nochmal Molten Lead mit dazu genommen als zwei Flüssigkeiten. Aha, okay, okay, okay. Gut, das haben wir uns jetzt gespart. Nee, das wollte ich nicht. Den wollte ich haben. So, dann kann hier schon mal das geschmolzene Zeug bis dahin. Aber die Produktionsanlage gleich unten auch richtig nochmal loslegen. So. Geschmolzenes Glas. So, dann geht jetzt hier ein Filament hier hoch. Ganz straight ahead. Einfach geradeaus aus dem Lang hier. Du kriegst auch eins. Und bei diesem sind wir uns ganz sicher, dass du auch eins haben willst. Sehr schön, sieht das doch schon mal aus.
So, dann fürs Glas natürlich genau das gleiche. Upsala, nicht verbauen hier. Ist ja gar nicht mal so gut. So, und dann hier natürlich nochmal. Gut. So, jetzt brauchen wir natürlich jede Menge von diesen Knickarm-Robotern. Naja, haben wir noch ein paar. Die hier dran stehen. 60 Stück brauchen wir da jetzt. Das ist schon echt nicht schlecht, was wir hier so mal bauen. So. Der steht schief. So. Darf mal einen vergessen. Dann müssen wir da nur denn die Einstellung, dass jeder zweite quasi ein kurzes Dings hat, einen kurzen Ableger hat. Offset. So. Höchst konzentriert macht er das wieder hier und da verbaut er sich. Wo er gerade von redet. Und dann haben wir ja auch schon ganz schön gut was geschafft hier. Für heute. Dann legen wir das alles nach vorne in den Bus und dann müssten wir jetzt in der Theorie, zumindest für die roten Chips, alles haben. Wir haben Silikon, wir haben die Kohle, wir haben Glas. Brauchen wir ja bei irgendeinem integrierten Chip, ne, oder so, da braucht man das Glas. Das können wir dann alles schön zusammenlegen. Das sieht, das ist gut. So, und das mit dem Beton ist dann halt eben so ein schöner Nebeneffekt, dass das dann gleich noch mit entsteht. Das finde ich, das ist wirklich ein positiver Nebeneffekt. So, dann werden wir das jetzt hier erstmal noch massiv verkabeln. So, du holst dir Strom von da oben, das ist okay. Und schon liegt der los und da liegen sich schon das erste Mal das Silikon raus und natürlich haben wir noch nicht die Half-Offset-Teile drin. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen, egal. Ups, Salat. Ich ziehe das jetzt hier trotzdem erstmal gnadenlos durch. So. So, das sieht doch auch fürs Glas sehr schön aus. So, gut, dann müssen wir jetzt Steuerung, nee, Shift E. Shift E mir, du hast kurzes Offset. Und du hast kurzes Offset, du hast kurzes Offset, du hast kurzes Offset und du hast kurzes Offset. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, gut. Dann ist das doch auch schon mal erledigt. Wir bringen das das nächste Mal in den Bus mit ein. Das heißt, es geht jetzt hier erstmal unter der Straße durch, hoch. Wird hier auf der anderen Seite der Straße gebündelt. Also wird jetzt hier erstmal dann vorne angelegt, gebündelt, zack. Und dann geht das hier hinten drüber hoch. Dann machen wir hier natürlich wieder den Abstand von dem, ne, dass wir dann nach oben auch so einigermaßen den gleichen Abstand haben. Und dann ziehen wir das hier rüber und dann wird das dann hier in dem Bus landen. Bei denen, ich glaube, hier passen noch zwei nebeneinander hin. Also hier zwischen wird dann der Kunststoff und, also nicht der Kunststoff, sondern der Dings und der... Ach, Kunststoff brauchen wir noch, ne? Den Kunststoff müssen wir auch noch durchbringen, glaube ich. Warte mal. Circuit. So. Ich glaube, da brauche ich noch Kunststoff für irgendwas. Kunststoffstangen, ja, die brauche ich auch noch. Ah ja, da müssen wir mal gucken. Kunststoff, wie kann ich den Kunststoff... Kann ich, warte mal, kann ich Kunststoff denn nicht auch auf Sonne-AT herstellen? Wo war es jetzt? Da, der braucht Kunststoffstange, ne? Da hatte ich Glas. So, Liquid Plastic. Liquid Plastic kann ich aus Raw Biogas und sowas, das kann ich alles da herstellen. Den Kunststoff noch hier rüber holen. Oder habe ich die schon rüber geholt? Da geht's schon wieder los, ne? Ein Griff und die Sucherei geht los. Das können wir auf der Karte gucken. So, haben wir denn hier schon Kunststoff mit dabei? Nee.
Den Kunststoff habe ich hier noch nicht dabei. Den muss ich also noch rüberholen. Den würde ich dann aber hier, ja, den fehle ich, na, hier oben durch werde ich auch den nicht fehlen, den werde ich hier durchfehlen. Oberhalb von dem werde ich das hier oben abgreifen, hier ist der Kunststoff. Dann ziehen wir das gerade hoch und dann hier rüber. Da werden wir gleich unsere Roboter das nächste Mal richtig schön viel Förderbänder legen lassen. Und dann natürlich müssen wir hier dieses Feld auch dann, müssen wir dieses Feld hier dann natürlich dann auch schon mit Funk versehen, also mit den Teilen. So, und dann können wir gleich ausmessen, wo der fünfte ist, damit wir wissen, bis dahin kann denn der... Dann kann der eigentlich eh schon von da kommen, ne? Dass er dann immer von hier dann den Kunststoff reinbringt mit einem Förderband, dass wir es gar nicht hier rüberlegen. Ja, das geht natürlich auch. Hier habe ich noch Platz gelassen. Hier gehen ja die Grünen drauf auf dieses Zwischenteil. Hier habe ich noch Platz gelassen für welche, die ich jetzt von hier baue und die ich noch da wieder raus transportiere. Könnte ich aber dann auch hier fertig bauen und dann hier hinten hochlegen mit, ne? Müssen wir mal gucken. Gut, also, da haben wir noch Legebedarf und Pflegebedarf. Das wird dann hier die Teile nochmal kosten. Das macht aber nichts und wir können dann nochmal ein paar Steine legen. Wir werden erst da hinten das machen, das fertig machen. Und dann werden wir uns um den Kunststoff kümmern. Alles klar, das soll es gewesen sein für heute. Das war eine Runde Factorio hier im C-Blocks Szenario. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.